herzlich willkommen. Ich bin's mal wieder Bum Bum Crazy und mein Assistent Martin. Wir zeigen euch heute eine tolle Sache und ein tolles Übelprinzip, um die Notation so ein bisschen zu verstehen. Das heißt, um Trommelrhythmen aufzuschreiben, visuell darzustellen. Und dafür nutze ich das System der Rhythmusuhr. Ihr seht hier eine Rhythmusuhr, das heißt ein Kreis, wo wir wie im Uhrzeiger sind, wie ihr es kennt, den Rhythmus immer im Kreis spielen, das heißt immer rum. Ihr seht auf meiner Decke, auf meiner Rhythmusuhr, 8 Kreise, 8 Punkte, die 8 Trommelschläge darstellen. Momentan sind diese Trommelschläge aber leer, das heißt, es sind eigentlich leise gespielte Schläge, ganz leise, oder Pausen. Ich benutze diese wunderschönen Mauspads hier, um Schläge auf der Djembe oder Sounds auf der Djembe darzustellen. Und zwar einen schwarzen Punkt oder ein Pad, was auch immer, für den Bass. Genau. Und einen roten für den Ton. Richtig. Ich lege euch jetzt hier einen Rhythmus und den versuchen wir gemeinsam zu spielen. Aber vorerst lege ich euch den erstmal hin. Das heißt, auf diesen Punkten, die den Rhythmus darstellen, kommen meine Sounds. Genau. Aber ich habe da was vergessen zu erklären, denn bei einem Kreis ist es natürlich total wichtig, herauszufinden, wo geht's los, wo ist der Anfang, wo ist die 1? Oder bei einer Uhr, wo ist 12 Uhr? Das markiere ich mit diesem Shaker. Und zwar hier ist die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 8 Punkte. Und los geht's mit meinen Sounds. Ich lege einen Rhythmus. Wie ihr seht, hier geht's los. Bass, Ton, Ton, Bass, Ton. Und um ein bisschen Bewegung ins Spiel zu bringen und nicht nur faul rumzusitzen, wie ich jetzt hier gerade, kann man diesen Rhythmus auch hüpfen. Bleibt man ein bisschen fit, muss man aufpassen, dass man nicht zu viele Umdrehungen macht, sonst wird man ganz huschelig im Kopf und kippt dann irgendwann um, kriegt einen Drehwurm. Ich probiere das jetzt mal. Hüpfen. Wichtig ist, ihr hüpft mit euren Beinen auf die Punkte. Die, die nicht belegt sind, sind Pausen, das heißt, da wird nicht drauf gesprungen. Und auf die roten, also die den Ton darstellen, später auf der Djembe, da müsst ihr zusätzlich in die Hände klatschen. Jetzt schaut mal, wie dieser Rhythmus funktioniert. Ich hoffe, ich schaffe das. Wir springen in den Kreis. Ich zähle 4 vor. 1, 2, 3, 4. Sehr schön, jetzt hat mein lieber Assistent schon gleich mitgetrommelt, das war schon mal ganz cool. Der Rhythmus, ich hoffe, ihr habt ihn verstanden und habt das Prinzip verstanden. Ganz wichtig ist, ihr müsst beim Spielen diese Pausen lassen. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie der Martin diesen Rhythmus ohne Hüpfen spielen kann. 1, 2, 3, 4. Super. Wichtig ist dabei, dass man mit seinen Augen, mit den Punkten möglichst mitwandert und versucht, die Abstände zwischen den Kreisen natürlich gleich zu haben. In meinem nächsten Video werde ich euch erklären, wie das Ganze mit den Noten und Notation funktioniert. Heute erstmal das System, wie diese Rhythmusuhr funktioniert. Alles weitere später. Probiert es aus und ihr dürft natürlich selbstständig verschiedene Rhythmen legen und ausprobieren, was da noch so geht. Viel Spaß! Danke, Martin. So langsam sind wir.